mal einen Rundgang durch eine Westernstadt. Tja, der wilde, wilde Westen.
So, nun sind wir mal hier in Area 51. Aha. Eigentlich nur eine Wildwasserbahn, aber schön gemacht. Na? Sogar hier Satellitenschüssel. Verranster Jeep. Und überall so typische Warnschilder und Beleuchtung, die so ein bisschen Militärstyle ausstrahlen soll. Ha. Ja, der hat auch schon mal bessere Tage gehabt. So, mal wieder auf dem Rückweg. Tja, gefahren bin ich damit leider nicht. Schade. Weil als ich vorhin hierher gegangen bin, da war noch schön trocken, mittlerweile regnet's. Da war so diese typische Atmosphäre einer Militäranlage, auch mit diesen Überlandleitungen hier. Das haben sie echt gut gemacht. Und hier dann auch wieder so typische Warnschilder. Lautsprecher. Eingangsbereich und Ausgangsbereich, also ein Checkpoint, wie es bei den Amis so schön heißt. Ja, ob die Amis wirklich einen Citroën hatten? Als Dienstfahrzeug meine ich. Also ich weiß nicht. Gut, Franzosen, Amis, Briten und die Russen waren natürlich Verbündete, aber wie gesagt, die Amis jetzt wirklich ein Citroën als Dienstfahrzeug hatten, wage ich zu bezweifeln. Gehen wir doch mal hier nochmal lang. Wenn wir schon dabei sind. Also das hier ist der eigentliche Ausgangsbereich, der momentan eigentlich gesperrt ist, aber ne, egal. Ja, im Hintergrund, da donnert es gerade, regnet tut sowieso schon. Und das, dieses Donnergrollen, dieses herannahende Unwetter macht die Atmosphäre hier noch ein bisschen interessanter, finde ich gerade. Ja, so ein richtig schöner Checkpoint. Inklusive Hin. Ja. Ja, und hin und wieder wird man auch mal erschreckt.